Hallo und herzlich willkommen zu Open Hexagon. Das ist ein sehr simples Arcade-Game. Ich habe schon mal 5 Minuten reingespielt, weil ich mir im ersten Moment da nicht allzu viel drunter vorstellen konnte. Das gibt es für 4 Euro auf Steam. Ich habe vom Entwickler einen Key bekommen und wir spielen da einfach mal ganz kurz rein. Ich habe da auch schon mal 5 Minuten gespielt, um einfach zu gucken, was das überhaupt genau ist. Und ich bin echt schlecht, weil es ist halt... Ja, sehr simpel. Es sind halt sehr viele Farben. Es wackelt sehr viel. Es dreht sich eine Menge. Aber ich bin von den, also 5 Minuten, die ich da schon gespielt habe, bin ich davon begeistert, weil der Soundtrack ist halt auch einfach fantastisch. Und es gibt auch, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt, hier Online-Modus registrieren. Es gibt auch von Spielern erstellte Level. Ihr könnt euch auch selbst dann eure Level erstellen. Also das ist schon mal richtig, richtig cool. Und wir wählen jetzt hier einfach mal ein Level aus und starten mal mit dem Tutorial. Das wird, wie gesagt, ein sehr kurzes Video, weil, ja, dazu mache ich jetzt kein 15-20-Minuten-Video. Okay, gut, dann legen wir mal los. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wir müssen im Prinzip den Wänden ausweichen. So, das sind wir hier. Und mit, ja, A und D können wir uns hier halt rumbewegen. Man kann es auch mit Gamepad spielen. Man kann halt auch verlangsamen, damit man ein bisschen genauer steuern kann. Einfach mit Shift. Und dann bewegt sich der, ja, ich nenne es jetzt mal Cursor, langsamer. Und genau, wir müssen den Wänden ausweichen. Wir müssen überleben. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt nochmal hinbekomme. Das hier ist jetzt noch wirklich sehr, sehr langsam. Und die Musik ist so super. Verdammt. Ich muss mir dann auch angewöhnen, mehr Shift zu drücken oder öfter Shift zu drücken. Beim ersten Mal habe ich es wirklich geschafft, ohne irgendwo gegen zu dürzen. Okay, ja gut, einmal was berührt, aber gut. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter, was es hier noch so gibt. Halt, Moment. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wie sieht das denn hier genau aus? Name, Autor steht da auch bei Musik. Dr. Finkel Frackens Cure. Okay. Aha. Favoriten kann man das zupacken. Online-Leaderboard gibt es dann da auch. Schauen wir mal weiter. So, das ist Tutorial. Das ist quasi das nächste Kapitel. Und das sind halt so die eingebauten Level, die es hier gibt. Ich gehe mal stark davon aus, dass das dann... Nee, man kann Schwierigkeitsgrad da oben einstellen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das dann das Tempo ist, oder? Ja, genau. Ich stelle das hier auf das Fünffache wahrscheinlich. Ja, ich bleibe mal bei 1 und wir schauen uns einfach mal hier so ein paar Sachen an. So einen kurzen Moment. Können wir uns die Musik auch nochmal anhören? Das ist ja echt mies von den Farben, wenn das Ding genauso aussieht wie die Sachen da. Das ist ja echt eine miese Nummer. Oh Gott, ja. Genau. Wow. Ja, ich bin wirklich, wirklich gut in dem Spiel. Ich muss halt auch, man muss halt wirklich Shift benutzen, weil sonst schießt man übers Ziel hinaus. Da hätte ich jetzt das mit Shift lassen sollen. Wir gucken nochmal in einen anderen Level rein. Wow, wow, das ist halt, ich sollte das wirklich, neue persönliche Bestleistung, natürlich. Moment, ich stelle das jetzt hier echt mal auf halbe Geschwindigkeit. So, dann gucken wir uns das hier nochmal an. Das ist jetzt halbe Geschwindigkeit? Moment, jetzt steht da wieder 1. So, ich will aber halb.
Das hat sich wieder umgestellt, weil ich gewechselt habe. Oh Mann. Das ist echt nicht einfach. Ja, Game Over, das werde ich noch öfter hören. Gott im Himmel! Warum bin ich denn jetzt... Der bewegt sich halt aber auch richtig schnell. Also wenn ich nicht Shift benutze... Ich hätte... Okay, da konnte ich mich gar nicht rumbewegen. Okay, sowas gibt's also auch. Das ist ja schon sehr... Das wusste ich nicht. Das hier ist kein Problem. Gott im Himmel. Oh Gott im Himmel. Ja, ne, also gut. Wir haben jetzt ein bisschen was vom Spiel gesehen. Das ist echt extrem für mich. Also für mich ist das wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, das macht richtig, richtig Laune. Auch wenn man im Prinzip nur drei Tasten hat. Mit Shift sich dann auch langsamer zu bewegen. Aber das ist schon echt richtig, richtig cool. Und die Musik passt da auch wirklich unglaublich gut so. Naja, aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen kürzer hier. Ich wollte das einfach nur mal vorstellen, weil ich glaube, das gibt so ein paar Leute, die das bestimmt noch nicht kennen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.